Hallo, grüße euch wie immer. Liebe Grüße aus Paraguay. Ich bin der Pitt und wie ihr seht, wir sind immer noch in Paraguay und heute haben wir ein spezielles Thema, worüber wir reden werden. Also bleibt einfach dran, okay? Also vielen Dank wie immer an alle von euch, lieber YouTuber, an die neuen Fragen. Viele von euch haben es uns ja gefragt, wie viel ist mein Auto wert? Das war auch die erste Frage. Lohnt es sich nicht? Und vor allem die zweitwichtigste oder im Prinzip die erstwichtigste Frage war es, wie teuer ist der Unterhalt in Paraguay bzw. die Kfz-Steuer? In Deutschland, glaube ich, hängt das auch von dem Alter des Wagens hier ab. Ja, bitte korrigiere mich, ich bin ja schon 15 Jahre nicht mehr in Deutschland. Ja. Also heute sprechen wir über die Kfz-Steuer hier in Paraguay bzw. hier bei uns in Cordillera in der Stadt Pirebebuy. Da zeige ich euch gerne die konkreten Beispiele. Okay, also bleibt dran. Also wir sind mittendrin im Winter, also im paraguayischen Winter. Heute ist er nicht so warm, nicht so tolles Wetter. Ihr seht also bedeckt. Wir haben ungefähr, naja, vielleicht 16, 17 Grad. Es sollte wieder steigen auf über 20. Aber wieder zum Thema. Also die Kfz-Steuer in Paraguay, beziehungsweise hier in unserem Departamento, in der Stadt Piribebuy, zahlt man bis Ende Juni. Und zwar jährlich. Ich verlinke euch bzw. zeige euch ein Foto, wahrscheinlich hier links werde ich es machen, was ich also direkt an der Stadtverwaltung Piribebuy gemacht habe. Da seht ihr im Prinzip so eine Tabelle bzw. die Auflistung von verschiedenen Preisen. Also es geht nach dem Alter des Wagens bzw. die Höhe der Kfz-Steuer hängt von dem Alter der Wagen ab oder des Wagens. Das hat natürlich nichts mit der Versicherung zu tun. Es ist eine reine Steuer, was man an die Gemeinde zahlt. Ja, also bitte nicht verwechseln mit der Versicherung, was also eine komplett andere Sache ist. Die Tabelle bzw. das Foto, was ihr seht, da sind die Preise natürlich in Guaraníes, also in hiesiger Währung. Logischerweise, man zahlt in Guaraníes, weder in Dollar noch in Euros, normalerweise, zumindest offiziell nicht. Und ihr seht, dass die Preise bei den ältesten Fahrzeugen ungefähr bei 15, also 15 Euro im Jahr anfangen. Ja, das heißt also, ihr geht also sehr gerne sicherlich zu der Stadtverwaltung und zahlt 15 Euro jährlich. Und ihr könnt auch sehen, dass ganz unten also die neuesten Wagen stehen und da zahlt man ungefähr 65 Euro im Jahr. So hoch ist die Kfz-Steuer. Also ich denke, diejenigen von euch, die sich also einen Neuwagen leisten können, zahlen ja auch gerne, sage ich mal, die 65 Euro Kfz-Steuer an die Gemeinde. Ich tue es auf jeden Fall, ich habe keinen neuen Wagen, es ist mir viel zu schade, aber gerne zahle ich trotzdem die Steuer. Ja, da muss man auch lachen, dass man wirklich zugibt, dass man die Steuer gerne zahlt. Wer tut das von euch? Wer? Du in Deutschland? Sicherlich nicht. Aber ich bin ja gespannt. Wie teuer ist bei euch? Ja? Sei es in Deutschland, sei es in Österreich, sei es in der Schweiz oder wenn ihr in Amerika seid, in Vereinigten Staaten, in Kanada, in Australien. Erzählt doch einfach in den Kommentaren. Schreibt einfach drunter. Was kostet bei euch die Kfz-Steuer? Das interessiert mich und sicherlich die anderen YouTuber wird es sicherlich interessieren. Okay, also in diesem kurzen Video zum Thema Kfz-Steuer, wie hoch bzw. wie teuer ist die Kfz-Steuer,
Dazu ein kleines Video und ich hoffe, es hat euch etwas geholfen, was die Kosten hier in Paraguay anbetrifft. Okay, also. Und in diesem Sinne verabschiede ich euch wie immer mit lieben Grüßen aus Paraguay, aus Piribebuy. Schreibt ihr gerne in den Kommentaren eure Fragen. Ja, habt ihr bezüglich der Wagen bzw. der Steuer bzw. der Versicherung, also einfach zum Thema schreiben, damit auch die anderen YouTuber was davon haben. Ja, wir haben zwar immer viele Anfragen, meistens per Telefon. Jeder möchte gerne mit uns sprechen. Ja, wir tun es auch gerne. Aber, liebe YouTuber, wir haben wirklich nicht die Zeit, mit jedem persönlich zu sprechen. Also verzeih uns, wir tun unser Bestes und möchten euch gerne helfen. Deshalb müsst ihr einfach uns schreiben, beziehungsweise meistens in den Kommentaren. Und wenn ihr natürlich hier in Paraguay schon seid, ruft doch vorher an, kommt einfach vorbei und da können wir uns ja gerne unterhalten. Für diejenigen, die noch nicht abonniert haben, unseren Kanal, bitte ganz schnell abonnieren, und um kein Video zu verpassen. Okay? Und wie immer, Likes, Daumen nach oben und mach's gut. Aus dem winterlichen Paraguay grüßt euch Peter und bis zum nächsten Video. Okay, ciao, ciao.